In Hamburg gibt es seit dem Sommer 2016 einen Bus, der baden geht. Er hat sich in kürzester Zeit zu einer echten Attraktion entwickelt, die in Deutschland einmalig ist. Ein schöner Gruß aus Hamburg. Ich stehe jetzt gerade vor dem nächsten verrückten Abenteuer, und zwar der Bus da hinten. Er sieht zwar aus wie ein Bus, ist aber ein schwimmender Bus. Er macht Stadtrundfahrt. Ein Teil der Zeit geht normale Straßen entlang und dann irgendwann fährt der Bus einfach ins Wasser rein und schwimmt auf der Elbe umeinander, was dann einer kleinen Kreuzfahrt gleicht. Und der Kollege und ich sind gespannt, was da alles passiert, und in ungefähr 10 Minuten fährt das Teil ab. Hallo, herzlich willkommen an Bord unserer Stadtkreuzfahrt mit dem Hafen City Riverbus. Es wird, Sie werden es schon vermutet haben, unter anderem durch die Hafen City gehen. Und wir werden nochmal ins Wasser planschen. Und dafür brauchen wir natürlich den wichtigsten Mann an Bord. Das ist Rainer. Und der startet jetzt hier gleich mal unsere Motoren. Den einen haben wir hier vorne. Der geht gleich die Fußmassage an. Das ist der Busteil. Und zu dem Schwimmteil werden wir nachher noch was sagen. Sicherheitshinweise. Sind ein paar Kinder dabei an Bord. Es gilt, alles, was man an Bord hat, soll an Bord bleiben. Das gilt auch bitte, auch wenn die Fenster aufgemacht werden dürfen jetzt während der Fahrt, für Köpfe, Hände, Kleinkinder, alles, was Handys, alles, was man behalten möchte. So. Und bitte, wie gesagt, während der Fahrt dann auch sitzen bleiben. Ja, Rainer ist an Bord. Dann haben wir hinten Daniel, unseren Matrosen. Ne? Im Fall des Falles, bitte auf die beiden immer achten und hören und so. Die sind hier für die Sicherheit zuständig. Ich bin hier nur fürs Labern zuständig, deswegen komme ich zum Schluss. Hallo, moin, ich bin Freddy. Tag, wer bist du denn? Du bist auch Freddy? Nein. Nein, achso. Philin, aber fängt auch mit F an. Super, klasse. Wir fangen an hier am St. Annenplatz. Hier gab es mal eine Kapelle, St. Annenkapelle, und die war zuständig für alle Ertrunkenen und alle Selbstmörder in Hamburg und sowas. War auch mal ursprünglich vor den Toren der Stadt. Und ja, hier gab es zwei riesengroße Viertel, die später mal zur Speicherstadt werden würden, wo auch wirklich mal Leute gewohnt haben, weil in der Speicherstadt, obwohl man die ja Speicherstadt nennt, hat niemand gewohnt, bis auf die Kranwärter. Dann räusen wir mal ein bisschen hinten, so, ne, wenn es hier ein bisschen knirscht, wir fahren hier über einen alten Friedhof und sowas, mit den Reifen ist alles in Ordnung. St. Annenviertel, also zwei Viertel, Wandram und Kerwiderviertel, mussten hier 1870 Platz machen für den Bau des weltweit größten Lagerhauses. Daran hat man immerhin 30 Jahre gebaut, 1912 war man fertig. Alles, was um uns herum Backstein ist, mit Ausnahme von so wieder zugebauten Kriegslücken, wie man hier zur linken Seite sieht, ist Hamburger Speicherstadt, 400.000 Quadratmeter Lagerfläche. Würde man die Fassade entladen wurden auf kleine Schuten und Barken und naja, Eva. Und dann ging es hier rein und dann in der Mitte sieht man ja immer oben so eine Gaube mit Aufhängung für Flaschenzügen, da ging es rein. Woher kriegen die ihre Energie? Zur linken Seite sehen wir das Kesselhaus, da kann man sich heute... Erstens fahren wir dran vorbei. Naja, und da sieht man zur linken Seite den alten Kai-Speicher A schon. Also das Backsteinwerk da, da stand mal ganz, ganz früher der Kaiserspeicher, zu Kaisers Zeiten. Nach dem Krieg dann Anfang der 60er Jahre gebaut, der Kai-Speicher A dann mittlerweile. Und obendrauf gebaut... Hat eine Weile gedauert, nicht ganz so lange wie Berlin-Brandenburg oder Stuttgart 21, die sind ja immer noch dabei, haben wir gerade noch mal Glück gehabt. So, aber von den Kosten ähnlich intensiv hier unsere Elbphilharmonie. Sollen angeblich auch Konzertsäle drin sein, aber drumherum ist natürlich noch so ein bisschen Luxuswohnung und Einkaufsmöglichkeiten, großes Parkhaus etc. pp. Die letzte Wohnung ist übrigens sehr sozial kompatibel gerade weggegangen für schlappe 11 Millionen Euro, für allerdings nur 385 Quadratmeter. Da wird sich der andere geärgert haben, der davor nämlich die Wohnung gekauft hat für 10 Millionen Euro. Und der wird sich gefreut haben, 10 Millionen, und das waren dann 400 Quadratmeter. Die teuersten Wohnungen der Stadt. Entsprechend hier am Kaiserkai irgendwie feine Gastronomie und gute Einkaufsmöglichkeiten. Die Geschäftstreibenden wissen, je näher dran an der Elbphilharmonie, desto höher zwar die Ladenmiete, aber desto besser auch der Umsatz, ne, wenn man viel Laufpublikum dabei hat. Zur linken Seite, wo die Säute deren liegt, naja, und irgendwie die Lotse 5 jetzt gerade nicht mehr, gab ja ein fieses Schiffunglück auf der... Die hat ein Loch im Kopf.
Nee. Nicht so wie ich, sondern so wortwörtlich. Also halt so, ne, da war, die hat mir nämlich zur Abschreckung, nachdem man die hier geköpft hat. Und ich weiß, Fremdenführer ist in Hamburg traditionell gelöscht, so irgendwie, aber die sind nicht mehr 12 Meter ohne Kopf gelaufen. Also lasst euch da keinen Quatsch erzählen. So, okay. So, also, ne? Ja. Also ich meine normal, was ist in Hamburg schon normal? Der geneigte Zuschauer wird sehen gleich, die U-Bahn, die hält in Hamburg oberirdisch. Die S-Bahn ist dafür meistens unterirdisch. Das Abendblatt erscheint morgens und die Morgenpost erscheint abends. Aber auch daran kann man sich gewöhnen. Also das sowas ist schon normal in Hamburg. Und sagt, dass wir gleich in die Norderelbe, die wir jetzt schon zu unserer linken Seite haben, reinfahren werden. So damit die Schiffe, die dort durch die Gegend schippern, ja, auch Bescheid wissen. Genau, also ihr dürft gleich, sofern die Rampe da vorne frei ist, die teilen wir uns nämlich mit einer Menge Sportbooten. Also ich möchte nicht zu viel versprechen, aber Rekord in der Wartezeit waren bisher 16 Minuten so ungefähr. Also falls jemand noch einen Obertermin hat oder was, vielleicht nochmal nachgucken. Aber es sieht gut aus. Okay, jetzt bitte ich euch, alle Fenster bitte zuzumachen. Alle Fenster zu, auch da vorne. Genau. Wir haben freie Fahrt und wir zeigen nochmal was zu singen. Time to sing. So. So schnell geht das in Hamburg vom Stadtbus zum Binnenschiff. Jetzt sind wir mit euch als Binnenschiff unterwegs. Gerne mit aufmachen. Hier hinten kriegen Aircondition. Der Hafen City Riverbus ist ein Unikat und wurde in Budapest gebaut. Zusammen mit einem Partner, der seit Jahren ein ähnliches Fahrzeug in der Donau fahren lässt. Mit dessen gesammelten Erfahrungen und den Vorstellungen der Hamburger entstand dann das eigene Fahrzeug. Eine Wellengang- oder Windstärkenbegrenzung gibt es nicht, denn alles, was Gewicht hat, sitzt im unteren Fahrzeugdrittel. Da liegt der Bus auch gut im Wasser. Es geht in Richtung eines Sturmflutsperrwerks und weiter in die Billwerder Bucht. Ein Ort mit geschichtsträchtiger und maritimer Industrie. Und der war so ein Jetantrieb, also es funktioniert wie so ein Jetschnee. Ne? Also wir haben nicht so wirkliche Schrauben hinten dran, sondern viel besser, viel wendiger haben wir hier unsere Strahlantriebe. Genau, und sind auf dem Wasser der Norderelbe. Die Sonne kommt raus, als hättet ihr es gebucht. Wer hat denn das wunderbare Messer, wenn er heute gebucht? Hier, ne, mit Geburtstag zurück. Und als geregnet, da hätte sich keiner gemeldet. Ne? Ja, sehr schön. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Wasser und ich erzähle euch ein bisschen, wo wir uns befinden. Aber als allererstes habe ich mal eine Frage an dich. Da, wo du sitzt, ist das Steuer oder ist das Backbord? Backbord, sagst du? Was meint ihr, hat sie recht? Ja, gib dir mal einen Applaus. Ich habe ihn jetzt verloren an dich. Oh, und mein Herz. So, ja, ne? Leuten aus aller Welt. Ich habe mal, das ist leider kein Witz, ein bayerischer Gymnasiallehrer gefragt, wie weit müssen wir gehen, bis wir Erwartungen machen können. Und ich meine, haben sie 2 Wochen Zeit. So, Hamburg, das sind noch 110 Kilometer, bis wir an der Nordsee wären. Das ist alles Süßwasser um uns herum, dennoch zweimal heutzutage nicht mehr so doll genutzt, aber die Einflusssphäre der Hamburg Port Authority, der Altbehörde für Strom und Wasser, ist noch ordentlich groß. Auch viele Hamburger denken an den Landungsbrücken, ist ja eigentlich schon irgendwie der Hafen vorbei. Das stimmt nicht. 10% der Freien und Hansestadt Hamburg sind immer noch Hafen. Das sind immerhin noch 74 Quadratkilometer. Ne? Jahrzehnt früher war es noch das Sitz der Hamburger Energieherstellung. Die alten denkmalgeschützten Hallen und auch die drei Türme, was früher auf dem Emblem auf den Bänken stehen. Das darf man nämlich nicht. Wasserschutzpolizei, ne, WS37 sehen wir hier, hat eine sehr schöne Abkürzung offiziell. WASCHPO ist die Abkürzung der Wasserschutzcafé mit dem Kunstpavillon drauf, dem goldenen Pavillon, der von einer Gartenbauausstellung aus Münster noch herstammt. Den hat man nach Hamburg geschleppt und kann da schön Kaffee trinken. Guter Tipp, weil dort kann man dann wirklich richtig gut auf die Elbbrücke sehen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir aus dem Binnenschiff auch wieder einen Stadtbus kriegen. Und hoffentlich steht da niemand auf der Rampe, das kommt mir ja auch manchmal vor. So, er trägt noch den Hund weg, er tut gut daran. Das ist auch so anspruchsvoll, ich muss immer ein bisschen versetzt anfahren, je nachdem, ob wir Flug oder Ebbe haben.
Und ansonsten im Moment viel Gas aussteuern. Und in dem Moment, wo die Vorderachse aufsetzt auf der Rampe, was genau jetzt der Fall ist, kann ich auch ein bisschen steuern. Und jetzt muss ich nur noch Gas geben. Hinterachse sind. Gas weg hinten.